Basis, genau. Bis dato wurde gesagt, das Zeichen ist nicht erfüllt. Heute müsste man davon ausgehen, dass es de facto erfüllt ist, denn das Öl nennt man auch das schwarze Gold. Und dementsprechend seht ihr, das ist ein Zeichen, was erst in unseren Tagen eingetroffen ist. Es gibt immer mehr Zeichen, die wir selbst beobachten können. Es gibt Zeichen, die sind bereits in früher Zeit gewesen. Das heißt zum Beispiel, es soll ein Feuer erscheinen, das in Nordarabien, also im Hijaz, auftaucht und das die Kamelrücken in Basra beleuchtet. Das ist bereits eingetroffen. Und zwar war das in der Stadt Medina, der Stadt des Propheten Sallam, im Viertel al-Hurrat al-Sharqiyya. Da gab es ein gewaltiges Feuer. Das war im Jahre 654 der Hijra, das ist nach christlicher Zeitrechnung ungefähr das Jahr 1220. Da gab es einen sehr großen Brand. Fühlt eine ganze Nacht an und das konnte in Basra gesehen werden, das ist berichtet, bei Ibn Ashir und bei anderen. Das sind also ganz konkrete Einzeldinge, die sich alle schon ereignet haben. Auch, dass die Götzenbilder erneut auf der arabischen Halbinsel angebetet werden, das ist eingetroffen im 16. und im 17. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, wo tatsächlich, abgesehen von Makkah, Medina und sehr wenigen anderen Städten, die arabischen Stämme wieder Steine, Bäume und auch andere Bilder angebetet haben. Das war eine Zeit der großen Unwissenheit. Das nennt man auch die zweite Jahiliyyah. Das ist tatsächlich so gewesen. Das ist allgemein bekannt. Eine der bedeutendsten allgemeinen Aussagen, und die kann aus logischen Gründen, wie ihr gleich sehen werdet, nur auf die kleinen Zeichen bezogen sein, ist, es heißt, eines der Zeichen wird sein, dass man als Muslim des Morgens aufwacht und als Kafir in die Nacht geht. Und dass man nachts Muslim ist und morgens Kafir ist. Darum, weil man seine Religion für irgendetwas dieser Welt, der Dunya, verkauft hat. Das ist heute der Fall. Das trifft für viele Menschen heutzutage zu. Nur die Überlieferung sagt ja ganz klar, einmal ist man Muslim, dann wird man Kafir und dann wieder umgekehrt. Das bedeutet, manche Gelehrte sagen, die Handlungen eines Muslims, die Handlungen eines Kafirs, manche meinen, hier ist der Imam wirklich gemeint. Wie dem auch sei, muss es sich hier um eine Sache handeln, die sich auf die kleinen Zeichen bezieht, denn wie ja gesagt, nach dem Eintreffen des ersten großen Zeichens kann man ja nicht mehr Muslim werden, nachdem man einmal de facto Kafir war. Das ist also ein typisches Beschreibungsbild dessen, wie der Zustand der meisten Muslime zum Zeitpunkt der kleinen Zeichen ist. Und in dem Zeitpunkt sind wir ja. Die logische Frage ist, was sind die großen Zeichen? Vor allem, was ist das Erste? Es gibt eine gewisse Meinungsverschiedenheit dazu. Nennen wir es einmal so. In einer berühmten Überlieferung, ich nehme einmal die von Muslimen, es gibt auch andere, heißt es, wahrlich, die Stunde des jüngsten Tages wird erst dann anbrechen, er meint hier die eigentliche Auferstehung und den Gerichtstag. Das muss ich auch dazu sagen. Wenn man sagt, die Zeichen der Stunde, versteht man das auf dreierlei Weise. Man versteht einmal die Stunde als die konkrete Auferstehung und die Abrechnung am jüngsten Tag, im engeren Sinne, also den jüngsten Tag selber, bezeichnet man manchmal auch als Zara, die Stunde. Manche verstehen darunter den Zeitpunkt vom Eintreffen des ersten der großen Zeichen bis zur Abrechnung. Und manche verstehen darunter als Allgemeinbegriff alles, was also auch die kleinen Zeichen einschließt. Ich meine jetzt hier, bezüglich dieses Hadithes, hier ist gemeint der Zeitpunkt, wo die Auferstehung kommt, wo also das letzte der großen Zeichen vorbei ist. Das heißt also in diesem Sinne, wahrlich, sie, die Stunde des jüngsten Tages, wird erst dann anbrechen, wenn ihr davor 10 Zeichen gesehen habt. Darauf nannte er sie, und zwar in dieser Reihenfolge. Es gibt auch andere. Die meisten sagen, den Aufgang der Sonne von Westen her. Es wird deutlich in anderen Überlieferungen, dass es hier nicht sinnbildlich gemeint ist, sondern körperlich. Dergestalt, dass die Sonne von Westen aufgeht, ungefähr für die Dauer eines Tages im Zenit stehen bleibt und dann den Lauf fortsetzt, wie sie gewesen ist. Das heißt, sie kehrt dann gewissermaßen wieder zurück in den Westen und den nächsten Tag ist es wie gehabt. Des Zweiten, das Erscheinen des Tieres, Adab. Wie das Tier genau aussieht, was es genau tut und welche Eigenschaften es hat, ist in sicheren Überlieferungen nur sehr undeutlich überliefert. Eindeutig ist es aber, es soll ein Wesen sein, was eindeutig als Tier zu bezeichnen ist. Es wird aber sprechen mit Menschenworten, wird zu den Menschen sprechen und sie dazu auffordern, dem Islam den Rücken zu kehren und Dinge zu tun, die zum Kufr und Schirk hinführen. Direkt danach soll der Dajjal kommen. Dazu komme ich gleich noch genauer. Dajjal ist eine Ableitung des Wortes Dajjala, bedeutet hier in dem Sinne streiten oder verführen.
Das ist eine Sache für sich, dazu spreche ich dann gleich noch was. Dann das Herabsteigen des Jesus, Isa alaihi salam, denn es wird gesagt, wie auch immer, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Zeitpunkt, als die sündhaften Zeit des Jesus, den Jesus töten wollten, Allah subhanahu wa ta'ala Jesus zu sich empor erhoben hat. Rafa'ahu heißt es, er hat ihn emporgehoben. Wie ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Aber es wird allgemein gesagt, dass Jesus nicht tot ist, sondern dass Jesus, Friede sei mit ihm, von Allah entrückt wurde in den Himmel, denn es heißt Fisama oder Ilasama, auch in verschiedenen Überlieferungen, unabhängig von den Ayat, und dass er dort eben wartet bis zum jüngsten Tag. Das wird dann geschehen. Das heißt, wie ich das gleich noch genauer sage, Jesus wird wieder herabgesandt werden. Es gibt dann Überlieferungen, die sagen, Jesus sei der Mahdi. Dazu sage ich gleich noch was zu den Mahdi-Überlieferungen. Manche sagen aber, der Mahdi und Jesus sind zwei Personen, wie dem auch sei. Jesus respektive der Mahdi werden den Dajjal besiegen. Und danach heißt es, wird nach der Scharia des Islam geurteilt für eine bestimmte Weile. Dann aber werden die Menschen wiederum schlecht werden. Danach kommt der sogenannte Rauch, Ad-Dukhan. Das heißt, wie auch in der Surah Ad-Dukhan, das wird ein Rauch sein, der die Menschen quält. Dazu sage ich gleich noch was. Danach sollen die beiden Völker Gog und Magog, Juj und Ma'juj erscheinen. Das wird noch zur Zeit des Jesus sein. So heißt es. Wenn Juj und Ma'juj besiegt sind, dann heißt es, werden drei Mondfinsternisse erscheinen. Das ist wichtig. Die meisten übersetzen es nämlich falsch. Im Originaltext heißt es Khusufat. Aber Khusuf ist Mondfinsternis, nicht Sonnenfinsternis. Ich habe eine Anmerkung dazu geschrieben, eine kleine Abhandlung, um zu zeigen, wie die Besonderheit darin sein könnte. Denn es gibt ja heute auch, man könnte fast sagen, alle Nase lang Mondfinsternisse. Aber es gibt einen Fall, wo es eine Besonderheit geben kann. Eine heißt es im Osten, eine im Gebiet der arabischen Halbinsel, eine im Westen der Welt. Und danach kommt das letzte der großen Zeichen, ein gewaltiges Feuer, das sich vom Jemen her ausbreitet und die Menschen zu ihrem Versammlungsplatz, wo der jüngste Tag im engeren Sinne stattfinden soll, hintreibt. Das sind dann die 10 Zeichen. Schauen wir uns jedes einzelne an. Das erste der großen Zeichen ist, wie gesagt, der Aufgang der Sonne von Westen her. Es wird auch überliefert, dass dieses Zeichen von allen Menschen gesehen werden wird. Es liegt eine göttliche Weisheit darin. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, sich über verschiedene Wege Allah anzunähern und den Iman zu erwerben. Von diesem Moment an ist es aber keine Kunst mehr. Ihr erkennt, wenn Allah diese Dinge offenbart hat, liegt kein Lohn mehr darin, zu sagen, ich glaube, es ist ja offenkundig. Von diesem Moment an ist das Tor der Reue, Bab at-Tauba, verschlossen. Es gibt keine Reue mehr und keinen Islam mehr, in dem Sinne des Übertritts zum Islam. Wer Muslim ist, kann so Gott will Muslim bleiben, aber es ist überliefert, viele werden auch zum Kufr übergehen. Die anderen bleiben, was sie sind. Es gibt keine Wahl mehr. Es heißt, es wird an diesem Tag alles offenkundig werden, dass alles, was im Koran gesagt wurde, Wahrheit und Wirklichkeit ist, aber es nützt nichts mehr. Das heißt, وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. Was nützt dem Menschen am jeden Tag, dass er sich an diese Sachen erinnert? Es nützt ihm nichts mehr. Direkt danach kommt das Erscheinen des Tieres. Das Tier wird erscheinen und sich gegen die Menschen richten. Dieses Zeichen soll direkt unmittelbar nach dem ersten eintreffen. Wie oft gesagt wird, dass die großen Zeichen ganz, ganz schnell aufeinander folgen. Dass also keine große Zeit dazwischen vergeht. Es wird gesagt, dieses Tier soll auf jeden Fall von einer eigenartigen Schöpfungsgestalt sein und es ist eine gewaltige Fitna. Direkt danach erscheint der Dajjal. Das ist die größte Fitna. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, es gab keinen Propheten, den Allah entsandt hat, der nicht sein Volk vor dem Dajjal gewarnt hätte. Der Dajjal hat einige Besonderheiten. Sagen wir mal, Dajjala wirklich heißt bedecken, hier heißt es aber auch betrügen und lügen, weil nämlich die Wahrheit durch ihn verdeckt wird. Dajjal ist eine Steigerungsform, heißt also der, der ausgiebig lügt, der dauernd lügt, der gewaltige Betrüger. Es wird gesagt, im Rahmen der kleinen Zeichen wird es so sein, dass es verschiedene Personen, also Menschen geben wird, die als die kleinen Dajjalin gelten. Die Leute, die im Kleinen schon die großen Zeichen wegnehmen. Tatsächlich ist das so, es gibt viele Elemente der großen Zeichen, von denen gesagt ist, dass sie sich im Kleinen widerspiegeln bereits jetzt. Wenn man genau aufpasst, wird man das auch erkennen. Das Besondere ist nun beim Dajjal, und das ist die gewaltige Fitna, dass Allah in seiner Weisheit die Menschen prüft.
Und er hat dem Dajjal Eigenschaften gegeben, die üblicherweise göttliche Eigenschaften sind in mancher Hinsicht. Das muss man wissen, damit man nicht in die Irre geführt wird. Denn der Dajjal wird als erstes sagen, ich bin Allah. Und er wird Zeichen bringen, die außerhalb der Kraft eines üblichen Geschöpfes sind. Nach der Überlieferung ist es eine Person, ein konkreter Mensch. Dieser Mensch wird den Anspruch der Göttlichkeit erheben. Und er wird versuchen, die Muslime von ihrer Religion abzubringen. Und zwar, indem er zunächst alle natürlichen und guten Sitten aufhebt, erstaunliche Dinge bewirkt und die Menschen irreführt. Es heißt zwar, dass Allah die wahrhaftig Iman-Habenden, die Gläubigen, stützen wird, aber nichtsdestoweniger sind es gewaltige Dinge.